Los, wir haben Rotpilz. Noch Rotpilz. Overpowered, Leute. Wir sind overpowered einfach mal. Yo, PSGs, Leute, ich bin's wieder, Tarek, und heute spielen wir mal wieder Survival Games auf der Hive und die Survival Games 6 Map, wie es wahrscheinlich schon der ein oder andere bessere Minecrafter erkannt hat. Ich würde sagen, es könnte jetzt losgehen, ne? Team Anyone, ich glaube nicht, du Schnösel, Alter. Oh, scheiße, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Und ich habe jetzt schon meine 3000 Survival Games Punkte erreicht. Das ist richtig geil, ich schwöre es euch. Und weil jetzt hier einfach mal keiner hinläuft, außer ich und noch so eine Lady, schicke Lady, gehe ich jetzt hier einfach mal ins Haus rein. Einfach so mal YOLO. Und da ist eine Kiste Scheiße. Die darf sie jetzt nehmen oder er, je nachdem. Da haben wir schon mal eine Verteidigungswaffe, hammergeil. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier mal ein Spinnnetz hin. Da läuft hundertprozentig irgend so ein Dummer rein. Und dann ist es lustig. Dann ordne ich mal kurz mein Inventar auf. So Dinge zahlt, ne? Bisschen Ordnung. Der sieht mir so komisch aus, der Sack. Wie heißt der? Scheiße, ich kann nicht lesen, wenn er so hüpft. Und ich auch noch so bescheuert hüpfe. Beim Junge gestorben. Dann soll er halt raus. Ja, dann soll er sich verpissen. Und wenn er keine Stahlhand hat, so wie ich, ja, ich habe zwar eine Axt in der Hand, aber ich hab auch Stahlhand, Alter. Furcht, ich flüchte. Stahlhand, meine Lieben. Ist hier jetzt jemand? Liegt da hinten jemand? Ich find's immer lustig bei Tyronic, der läuft dann immer an den Kisten vorbei. Der ist halt nicht so babbohaft wie wir, ey, ich schwör. Jetzt haben wir, was, ja genau, Hunger, noch 10 Sekunden, ich hoffe, es hört bald auf. Und, ich hoffe, euch gefällt das Video ein bisschen. Und ich finde es auch cool, dass zurzeit so viele YouTuber, einfach kleinere YouTuber, helfen, irgendwie größer zu werden. Und das finde ich einfach richtig cool von denen. Und ich muss schon sagen, also irgendwie finde ich es echt cool, weil es gibt einfach kleinere YouTuber, so wie ich, die einfach nicht so krass erkannt werden, weil sie einfach 0 Abonnenten haben. Das habe ich jetzt zwar nicht mehr, aber zum Beispiel, ich nehme mal umgespielt, genau. Der hatte ja seinen Unschwer-Kanal, das ist ja jetzt sein Real-Life-Kanal. Da hatte er ja, ich glaube, da wo er den Kanal erstellt hat, so 20.000 oder, wo war die Leiter? Ach, hier, genau. Ich glaube, er hatte so 20.000 oder 15.000 Leute hatte er auf seinem Real-Life-Kanal. Davon haben, denke ich, mal 1000 Leute rüber abonniert, so ungespielt. Und dann hatte er schon den, ich sag mal, Push, obwohl es, ah, cool, wir haben Rotpilz. Leute, wir haben Rotpilz! Noch Rotpilz! Overpowered, Leute. Wir sind overpowered einfach mal. Nein. Okay, genau, ungespielt. Ding. Oh, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Fuck. Okay, ungespielt. Genau. Der hatte ja 1000 mehr als 20. Ich bin mir sicher, aber er hat auf jeden Fall 20.000 Abonnenten. Oder 5, auf jeden Fall 10.000, sagen wir auf jeden Fall 10.000, hatte er auf seinem Real-Life-Kanal, also Unschwer, heißt der, der Kanal. Und ich denke einfach, dass 1000 Leute von dem Unschwer-Kanal seine Videos einfach schon gefallen haben, durch das,
die ja schon 20.000 sind, haben da bestimmt 1.000 Leute eben seinen Kanal einfach wieder abonniert. 1.000 Leute haben seinen Kanal einfach wieder abonniert, um ihm da ein bisschen standhaft zu geben und ihm zu helfen. Da kann man das so sagen, dass er sich eigentlich selber gepusht hat. Und das ist ja okay, weil er hat sich da schon was aufgebaut, aber für uns ist es zwar jetzt unfair, aber ich würde auch sagen, nicht, dass es für uns unfair ist. Auch wenn manche das finden, ich finde es einfach ein bisschen übertrieben, wenn Leute sagen, ey, der hatte ja schon einen Zweitkanal und der hatte da schon zu viele Abos und es ist doch klar, dass er einen Push dadurch bekommt. Ich finde, es stimmt irgendwie gar nicht, weil er hat sich da ja schon was aufgebaut und ich finde es eigentlich, da kann er noch so viele Kanäle machen, wenn die Zuschauer von diesem Kanal den neuen Kanal Stuff, was er halt macht, ihm gefallen, also den Zuschauern, dann werden die den natürlich auch abonnieren. Ich würde es ja auch machen, wenn er sagt, ja hier, lol, guck mal Leute, ich mache einen neuen Kanal. Ich mache hier halt einen neuen Kanal, wenn es euch gefällt, dann abonniert mich. Wenn es den Leuten nicht gefällt, wo denen da schon abonniert haben, abonnieren die den ja auch nicht. Es sind solche Fans und wollen einfach nur noch ungespielt, genau, hatten wir als Beispiel. Und ich finde da nichts, da ist echt nichts dran auszusetzen. Und was da manche haben, ich finde es echt ohne Spaß, ich finde es übertrieben. Er hat sich dort was aufgebaut, wenn das Leute toll finden von seinem Kanal, wo er da schon aufgebaut hatte. Wieso muss man dann ablästern, dass er dann einen 1000 Abonnenten-Push hat, sozusagen? Ich finde das okay. Also ich habe da echt nichts dran auszusetzen und er hat sich da schon was aufgebaut. Und ja, das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Für die, wo sie jetzt nicht ganz mitbekommen haben, einfach wieder zurückspulen. Und dafür ist YouTube ja auch da. Und ja, also, wenn ich jetzt auch so einen Real-Life-Kanal hätte und mir da schon ein paar... Ach ja, genau, Sublime hatte ja auch einen GFX-Kanal und ich denke, der hatte auch einen kleinen Push dadurch. Ich denke jetzt nicht so einen großen Push wie bei Ungespielt, aber durch das er auch Ungespielt gekannt hatte, war das ja auch nochmal ein Push, obwohl ich denke, dass Sublime ungewollt irgendwie einen Push bekommen hatte. Obwohl ich finde, dass Sublime ein bisschen... Ich finde, er kommt einfach nicht mehr so ganz rüber wie früher. Und das finde ich ein bisschen schade. Es sehen vielleicht ein bisschen andere. Ich denke, es sehen 50.000 Leute anders. Aber ich finde das nicht so. Und ich finde, Sublime ist ein bisschen die Lust am Let's Playen, finde ich, ausgegangen. Oder er hat einfach keine Zeit oder nicht mehr so richtig Bock auf Minecraft zu spielen. Das sieht man ja auch. Er wollte ja oder macht ja auch Call of Duty LPs und das finde ich auch okay, dass mal jemand nicht nur Minecraft sorgt die ganze Zeit, sondern auch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht, um seinen Zuschauern ein bisschen anderen Stuff einfach zu geben und das wollte ich ja auch, aber ich habe einfach nichts anderes gefunden, weil Minecraft ist einfach so vielfältig. Du kannst einfach viel machen da. Insgesamt sogar hier auf dem Server The Hive gibt es jetzt Bleak, Hide and Seek, One in the Chamber, Survival Games, noch ein paar Sachen, ja, genau, The Herobrine, Trouble in Mineville, und da gibt's auch Arcade eben, da kriegen wir One in the Chamber, Bleak, Hide and Seek, und da gibt's noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, Paintball, genau, das ist zwar noch nicht draußen, aber ich denke, es wird auch nochmal fett aufgetischt. Und es sollte jetzt endlich mal den Refill geben, Mann, ich habe keinen Bock mehr zu lang zu warten. Wo ist überhaupt die Sonne? Ich sehe die jetzt gar nicht um meine Stimme. Ich sollte mir was trinken, aber ich habe jetzt nichts. Ach egal, haben wir halt nichts. Dann geht's halt so weiter, bis ein bisschen kratzigere Stimme. Und was ich auch nochmal sagen wollte, eben diese YouTuber machen ja jetzt zurzeit eben
dass sie mit Abonnenten irgendwie zocken. Und das, was Kadel Media da macht, finde ich übelst korrekt. Er sagt ja, hat er ja auch gesagt, dass er mit den Leuten macht, die nicht nur Abo. Nein, bitte nicht! Ohne Witz, fick dich! Lauf doch! Ja, Mama, was sagst du jetzt? Nein! Ohne Witz, Mann! Ach, Scheiße! Ich schwör. Dieser Hurensohn! Hallo? Darf ich jetzt mal raus? Alter, ich schwör's, ne? Also manchmal regt Minecraft mich auf. Auf jeden Fall finde ich es übelst korrekt, dass Kadel Media sowas macht, dass er sagt, ja, er nimmt halt die Leute, die nicht Abo-geil sind. Das finde ich auch vollkommen korrekt von ihm. Weil, ja, was willst du denn da machen, wenn Leute einfach nur Abonnenten wollen und... Ist doch kacke. Ich finde, ich habe jetzt eigentlich voll viel Spaß daran gefunden hier. An ein paar Leute, ich weiß nicht, wie viele es halt, ich glaube, es 58 oder 60, sowas. Ich meine, guck mal, block ich deine Pfeile, Junge. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Block ich deine Pfeile, hä? Was sagst du jetzt? Spacko, Alter. Eben, ich finde es total korrekt, dass Kadel Media die Leute nimmt, die nicht Abo-Gold sind. Ich weiß ja nicht, woran er das jetzt genau merkt, aber oder merken will. Aber ich denke, der ist da schlau genug, um da was rauszubekommen. Und er fickt ja sowieso immer die ganzen Mütter und er hat immer zum Schluss einen schönen ungespielten Moment parat und deswegen ja, finde ich cool. Und nochmal, vielleicht habe ich es nicht gar nicht gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe 3000 Survival Games Punkte, da freue ich mich. Und wenn ihr im Spiel mich killt, dann bekommt ihr ein paar Punkte, aber werde ich das sowieso nicht. Ja, da bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Und da bilden sich noch die Vollidioten. Und würde ich sagen, danke, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder bei Survival Games. Und ich sage, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ungespielt, Mann.